Vielen Dank für die schöne Vorstellung und vielen Dank auch für Holsam für die tolle Einladung und AEDIS, was wie immer, ist immer toll hier zu sein. Und Smart Materials House, das war ein Double-Wettbewerb, eigentlich ist es ein Wettbewerb für Holsam, aber es war auch ein Wettbewerb für die IBA Hamburg vor 2 Jahren. Wir haben das als, gemacht. Mit Schleich Bergmann. Wir hatten das auch gleichzeitig gemacht mit Transolar, Matthias Schuler. Und wir hatten das gemacht als, ich sage so, upfront, als Workshop-Prozess von Anfang, zusammen eine integrierte Idee zu haben. Die Situation in Hamburg, das ist Williamsburg, das ist nicht Hafen City, das ist was anderes. Eine Idee zu haben für, ich sage, Low-Income-Wohnhäuser. Wir hatten ein Potenzial für ein Grundstück hier, aber das war relativ frei. Das heißt, dass die Idee war eigentlich prototypisch gedacht und deshalb sehr flexibel, wie das passieren. Ein Hauptthema für das Projekt im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ist, wie vermittelt man die Idee von Performance, wie funktioniert das von Sustainability oder Nachhaltigkeit informal? Wie funktioniert das als Architektur räumlich für das Tragwerkssystem? Ich sage formell im Zusammenhang mit der Ästhetik-Bedeutung für dieses Projekt. So, das war nicht Nachhaltigkeit als Add-on, aber als integrierte Konzept. Zuerst, und das war auch für uns ein bisschen Reverse Engineering, wir haben ein bisschen Shopping gemacht. Das heißt, wir hatten ein ganzes breites Spektrum von verschiedenen Materialien angeschaut und dann von Performance und vielleicht auch nicht unbedingt die Klischees von Nachhaltigkeit, aber ein neues Material für uns zu nutzen und auch im Zusammenhang mit Mike war die Entscheidung für Infralight Beton mit einem Brett Schichtholz. Im Prinzip wegen der Ranking, wie das funktioniert, aber wie wir das nutzen können. Das heißt, diese Idee von so Umkehrung oder ein Reverse Engineering, früher hatten wir vielleicht so gearbeitet, jetzt war wichtig, mit einem Material anzufangen, ein Werkzeug zu finden, das heißt auch, wo die Software ist jetzt im Moment, und dann eine Form zu finden, was ist das Potenzial, was ist die Kapazität von diesem Material. Das heißt, mit dem Infralight Beton als relativ neues Material, als selbst gedämmtes Material und dann als gute Kompression, als gute Druckmaterial im Zusammenhang mit einem Spannmaterial wie Brett Schichtholz. Wir haben von der historischen Seite ein paar Präsidenten im Kopf von FISAC. Von Jefferson, ein selbstträgende Wand als Idee, die Oberfläche auch als Idee und diese Idee von Pochet. Pochet, wobei mit Modernismus, mit Stahl und Glas, was ganz leicht ist, hier der Vorteil ist diese Stärke, diese Wandfläche. Das sind Beispiele von Mangiarati, aber diese Idee von einem extrudierten Profil, wie können wir das als Formsprache anzufangen zu nutzen. Von unserem Know-how, von der Digital Fabrication Seite. Wir hatten ziemlich gute Ideen, wie wir Schalung machen können, eine plastische Form zu machen und hat angefangen, im Prinzip ein Alphabet oder eine Sprache, eine Formsprache in verschiedenen Elementen zu machen, als Grundbasis für eine Architektur zu machen. Die Endresultat, und das ist eigentlich die Diagramm von dem Prototyp, dem Muster, das sitzt außen, ist diese Idee von Multitasking. Das ist ein Element als Scheibe, ist die Dämmung, das ist das Tragwerkssystem, das ist der Finish, die Möglichkeit Heizung, Kühlung zu haben innen, als praktisch für uns One-Stop-Shopping in die Idee. Das heißt, es gibt nicht diese typisch schwierige Probleme mit kalten oder warmen Brücken auf die Pyramide von den Fassaden und die Möglichkeit, eine Überschneidung zu haben oder diese Überlappung praktisch wie
ein Kartenhaus. Das verkündet die Elemente stapeln, relativ unabhängig voneinander, als ein gestapeltes System. Die andere Idee war die Geschwindigkeit, das zu bauen, oder die Staging, dass wir können das innerhalb, glaube ich, manchmal so ein oder zwei Wochen, den ganzen Rohbau sehr schnell montieren in ein Ensemble. Alles vorfabriziert in der Fabrik und dann auf der Baustelle gebracht. Die andere Idee war, das war eine relativ begrenzte Idee von Elementen, praktisch wie ein Kit of Parts, ein Holzfenstersystem. Die Scheiben, es gibt nur zwei Typen, die können so gestaltet oder am Kopf gelegt. Ein anderer Typ ist, das heißt, eine Wiederholbarkeit im Zusammenhang mit Differentiation, sage ich. Die Grundrisse, ganz schnell, die sind auch sehr flexibel in dieser neuen Quadrat-Idee. Ein Kern aus Holz oder Beton und dann einfach sehr offen aus Loft-Konzept unten rechts. Oder ein Zellenraumbau ist auch als Möglichkeit für ein Wohn- oder als Work-Live-Situation. Und räumlich war das ganz wichtig von das Ofen, die Verhältnis zwischen Öffnungen, praktisch als eine Fuge zwischen den Scheiben und irgendwie diese Tiefe zu nutzen, Licht zu qualifizieren und irgendwie eine Idee von Reversibility von innen, von außen, diese Plastizität als Balkonstruktur in räumlich das Licht zu modifizieren und die Elemente eigentlich sehr direkt zu nutzen, die Räume zu formen. Wir haben ein Modell, es ist auch in die Ausstellung, können Sie es auch sehen, aber die Modell war gedacht und gebaut, genau wie die Bauart das Haus so auch selber gebaut. Das heißt, wir hatten so Schaumelementen gemacht mit Studenten, oben links und dann die gestapelt, dann eine Decke, gestapelt eine Decke. Und wir hatten sehr schnell herausgefunden, genau wie das funktioniert, wie das aussieht und wie wir das nutzen können. Und beides als Außenraum zu formulieren, als Innenraum zu formieren und auch maßstablich, dass das geeignet ist mit ein Wohnhaus oder ein Domestic-Qualität. Habe ich den nächsten Schritt, Mike macht es jetzt bitte und dann sind wir zu Ende. Tja, guten Abend. Kleiner Exkurs zum Infraleichtbeton, zur Geschichte und zu dem, um was es geht. Das sieht man heute oft, wenn man nachhaltig baut, denkt man an zwei Dinge, Wärmedämmung und Ressourcenschonen, Energiesparen und Ressourcenschonen. Und jetzt, wo ist hier der Laser? Das hier. Na gut, Sie sehen es, man packt dann die Gebäude mit sehr viel Styropor ein und hat dann nachher, wenn es abgerissen werden soll, eine Riesensauerei, einen Haufen Sondermüll. Und das kann man eben so wüst machen, wie man es hier sieht, oder diskret, wie es die Schweizer machen, das ist ein Chalet in den Schweizer Bergen. Man sieht es relativ schlecht, aber hier außen am Eck hat man das Gefühl, es kreuzen sich dicke Holzbalken und hier hat man das Gefühl, das ist Stein. Wenn man genau hinguckt, merkt man aber hier, dass es 2 cm Holzlatten sind und dahinter 20 cm Steinwolle. Und hier taucht auch das Styropor hinter ganz dünnen Steinplättchen auf. Danke. Ja. Da haben wir dann gesagt, vielleicht kann man es auch noch anders machen, vielleicht kann man leichten Beton finden, Sichtbeton wieder einführen. Wir haben nichts Neues gemacht. Leichter Beton ist alt, ne? Aber wir haben den ein bisschen weitergetrieben und tatsächlich hier in Berlin ein Haus gebaut aus infraleichtem Beton, der ist leichter als Wasser, der schwimmt, der ist sehr schaumig und der wird dann plötzlich zur tragenden Wärmedämmung. Wir haben den an der TU Berlin entwickelt und wir haben gebastelt wie Kinder im Sandkasten, wir haben alles Mögliche zusammengemixt. Links sehen Sie die ersten Resultate, das war eine Katastrophe. Der Zement, der dazugehört, war unten und die Blähtonkügelchen, die die Qualität des leichten Betons ausmachen, die zu Luftporen führen, die zur Dämmung führen, die waren woanders. Und so im Laufe der Zeit hat sich dann das zu einer homogenen Mischung, wie man es rechts sieht, entwickelt. Das ist eben dieser leichte Beton voller Luftporen und
Blähtonkügelchen. Und wie gesagt, das Haus steht jetzt seit 3 Jahren. Wir können also sagen, jetzt kann man es probieren mit Infraleichtbeton. Und es war hochinteressant zu sehen, wie man mit einem doch etwas anderen Material auch anders zu konstruieren hat. Als Bauingenieur und Architekt geht man dann einfach anders ran, weil die ganze Form der Wärmedämmung, die konstruktiven Details, die Deckenauflage, die Fensterdurchbrüche werden alle anders, wenn man einfach ein mit tragender Wärmedämmung baut. Das war also hochinteressant. Das sind die Zutaten, das ist schon eine relativ komplexe Mixtur. Das Rezept muss auch sklavisch genau eingehalten werden. Wenn man da anfängt zu variieren, dann verhält sich die Diva entsprechend und der Beton läuft auseinander. Aber wir haben das jetzt einigermaßen gut hinbekommen. Das Haus ist von 2007, das ist die erste Generation von Infraleichtbeton. Jetzt zusammen mit Frank haben wir mit der zweiten gearbeitet und Sie sehen, 2012 haben wir die Festigkeit, das ist oben von 7 auf 13 erhöht. Wir schaffen also jetzt fast doppelte Festigkeit, das ist schon relativ viel. Brücken kann man damit nicht bauen, aber relativ hohe Häuser schon. Und das Gewicht, Trockenrohdichte sehen Sie unten, ist also immer noch unter 800 Kilo pro Kubikmeter, also Beton, der schwimmt. Und nun ging es eben darum, im Team diese Form umzusetzen. Das ist die Schalungsform, die hier gebastelt wurde. Und dann musste das in einem Fertigteilwerk außerhalb Berlins tatsächlich gebaut werden. Und das geht natürlich nicht ohne ein wirklich starkes Team. Und Alex Hückler, der auf dem Gebiet nun seine Dissertation schreibt, der sitzt hier und möge mal kurz aufstehen, dass ihn alle sehen. Denn wenn Sie Fragen haben, der weiß wirklich, wie es mit dem Infraleichtbeton zugeht. Hier wurde also dieser Beton reingegossen in diese Form. Jetzt mal sehen, ob ich das zum Laufen kriege. Da sehen Sie kurz, wie die also zusammengebaut wurde, diese Form, diese Schalung. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand, wenn man das macht man nicht an einem Mittag. Ne? Und gleichzeitig wurde in diesem Fertigteilwerk eben auch der Beton dann gemischt, oben reingegossen. Da sehen Sie einigermaßen, wie er unten drin in der Schalung steht und die Bewährung festmacht und alles Mögliche ausprobiert. Man sieht es schlecht. Das ist ein sehr flüssiger Beton, eine Suppe gewissermaßen, ein sehr großes Ausbreitmaß. Und wir haben versucht, den eben selbstverdichtend hinzubekommen. Denn diese Werkstoffe bringen ja nur was, wenn sie einigermaßen preiswert und schnell eingebaut werden können. Beton sollte an sich gepumpt werden, das ist schwierig bei diesem Infraleichtbeton, aber immerhin, er verdichtet sich mittlerweile selber. Das sehen Sie hier, wie suppig der daherkommt, so wurde der also eingebracht in die Form für das Fertigteil, das Sie dann eben außen sehen. Das Licht ist zu stark, ja. Aber jetzt ist schon zu spät. Ja. Also so sieht das aus, so war das dann nach dem Ausschalen, das ist ein Rohling, das kann man alles noch verbessern, das war das erste Ding, also Sie müssen es mit Fassung tragen, so kommt das halt daher beim ersten Mal. Wir haben dann, Sie sehen links, der Transporthaken eingebaut und rechts hängt das am Haken, das ist eben sehr leicht, das wiegt nur ein Drittel von normalem Beton, das kann man eben auch sehr leicht transportieren. Und auf diese Art glaube ich, dass zum ersten Mal seit der Ölkrise in den 70er Jahren halt wirklich wieder echter Sichtbetonbau möglich wird. Sie brauchen keine Wärmedämmung, Sie brauchen natürlich 50 cm starke Wände und gegen Styropor kommt sowas natürlich nie an, aber trotzdem, es eröffnet für gewisse Anwendungen wirkliche neue Neuigkeiten. Oh, danke. Ja gut, wir sind schon durch. Das hier ist dann die Skulptur, die Sie hier sehen und Frank, komm, sag noch was hier zu dem Pavillon, den wir ja dann als nächstes noch gemacht haben. Okay, genau. Als Schlussbild, das war nur zu sagen, das ist die aktuelle Stern für das Haus auf die Eber als Pavillon. Nur zu sagen, als Idee, als Prototyp, als Bausystem, dass das flexibel ist. Ich will auch sagen, wir haben die Preisgeld von Holcim benutzt, um die erste Phase, die Prototyp zu bauen. So, das war eigentlich ganz ideal für uns auch. Danke. Unsere nächsten Gäste sind Anna Heringer und Martin Rauch. Und Anna Heringer hat 2004 als Diplomarbeit eine Schule in Bangladesch entworfen. Und diese Schule ist nicht wie die meisten Diplomprojekte ein Entwurf geblieben, sondern es wurde auch ihr erstes realisiertes Projekt, das sie gemeinsam mit Eike Roswag in Bangladesch umsetzen konnte. Und für das sie dann den Aga Khan Award for Architecture
gewonnen hat. Anna Heringer ist interessiert an Techniken des vernakulären Bauens, an der Erforschung und Reaktivierung traditioneller Bauweisen. Damit legt sie eine jahrhundertealte Kultur des Bauens frei, die man als eine Vorgeschichte des nachhaltigen Bauens bezeichnen könnte, bevor dieser Begriff und unser Verständnis von Nachhaltigkeit überhaupt geboren war. Aus dieser im Wesentlichen präindustriellen Baukultur hat sie ein radikal zeitgenössisches Verständnis des nachhaltigen Bauens entwickelt. Und es geht ihr darum, diese alten Techniken eigentlich heute, ja, unter heutigen Bedingungen abzudaten, würde man sagen. Und dieses Verständnis grenzt sich deutlich von der Technologiefixierung ab, die charakteristisch war für die Green Architecture der 90er und 2000er Jahre, die ganz wesentlich aus der britischen Hightech-Architektur der 80er Jahre hervorgegangen war. So wie die Bauschaffenden des vorindustriellen Zeitalters es über Jahrhunderte getan haben, setzt Anna Heringer in unserer postindustriellen Ära heute wieder ganz zentral auf den Einsatz lokaler Materialien und lokaler Bautechniken, die von lokalen Arbeitskräften bewältigt werden können. Ein Ansatz, der es vor allem Entwicklungsländern ermöglicht, die Bedingungen ihrer gebauten Umwelt selbst zu bestimmen und sich aus technologischer und wirtschaftlicher Abhängigkeit von reichen Geberländern zu befreien. In dieser Suche nach einem ortsspezifischen Bauen hat sie sich auch intensiv mit Lehmbau auseinandergesetzt und dabei ist sie fast zwangsläufig auf den Österreicher Martin Rauch gestoßen, der als der wahrscheinlich profilierteste Lehmbauspezialist im deutschsprachigen Raum bezeichnet werden kann. Und eines seiner bekanntesten Projekte hat er in Berlin umgesetzt, die von Peter Sassenroth und Rudolf Reitermann entworfene Versöhnungskapelle auf dem Mauerstreifen an der Bernauer Straße. Martin Rauch wird von Architekten immer wieder hinzugezogen, wenn es darum geht, den in unseren Breiten relativ selten verwendeten Baumstoff Lehm auf zeitgenössische Weise zu verwenden. Gegenwärtig realisiert er mit Snohetta das King Abdulaziz Center in Saudi-Arabien. Und zusammen mit Anna Heringer, Elmar Nägele, Ernst Weibel und Salim Manachi arbeitet er an dem Projekt des Nachhaltigkeitszentrums in Marrakesch, das im letzten Holzim-Wettbewerb den Regional Holzim Awards Bronze in der Region Afrika Middle East erhielt. Wir freuen uns, dass Anna Heringer und Martin Rauch heute hier in Berlin sind und gemeinsam dieses Projekt vorstellen werden. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Berlin. Wir haben ja Glück gehabt, dass wir noch unter die deutschen Teilnehmer zählen, nachdem wir drei Österreicher, eine Marokkanerin und eine Bayerin sind. Und Bayern gehört ja nicht wirklich zu Deutschland. Wenn ich gewusst hätte, dass wir so gut eingeführt werden, hätte ich die Einführung kürzer gemacht. Aber es gibt noch ein paar Bilder dazu, einfach um den Erfahrungsschatz zu visualisieren, aus dem das Projekt in Marokko entstanden ist. Ja, Kapelle der Versöhnung von Martin, also von die Martin Rauch im Bereich Lehmbau realisiert hat in Berlin. Irgendwie sind die Bilder abgeschnitten. Sein Haus in Schlins, das ganz radikal das Aushubmaterial aus dem Hang verwendet, 1:1 in die Schalung einbringt und die Wände formt, wie man das hier sieht. Innen veredelt mit Handwerkskunst, mit Fliesen. Und wenn man da hinten schaut, das mickrige Mädel im Hintergrund, das war ich. Also quasi der Martin Rauch hat mich auf den Lehm gestoßen. Ich war Praktikantin auf der Baustelle bei ihm mehrere Male und habe mich in dieses Material verliebt und beschlossen, dass ich mit dem Material arbeiten werde und habe dann meine Diplomarbeit über Bangladesch gemacht, ein Land, mit dem mich viel eine gute Zeit verbindet, die gemeinsam mit Eike Roswag wurde die Metis School realisiert und ich habe dann, das war der Ausgangspunkt für eine Reihe von Projekten in Bangladesch, die mit Wohnbau zu tun haben, aber auch mit Ausbildung von der lokalen Bevölkerung. Und wir, Martin Rauch und ich gemeinsam, machen viel Trainings in verschiedenen Ländern der Welt, wo wir wirklich versuchen, den Menschen Mut zu geben, dass sie mit dem, was sie vor Ort finden, wirklich gute Architektur machen und nicht auf Ressourcen angewiesen sind, die von außen kommen. Das letzte Projekt, das wir gemeinsam realisiert haben, war an der Harvard University, Graduate School of Design, direkt in der Front vom Gebäude.
um aufzuzeigen, dass man selbst in, nicht nur in Entwicklungsländern, sondern eben auch in der westlichen Welt wirklich auf dieses Material Lehm zurückgreifen kann. Unsere anderen Teampartner, Nägele Weibel, sind im Bereich Hightech, haben sie sehr viel Erfahrung und energiesparenden Bauen, vor allem in der Region Vorarlberg. Und unsere Kollegin Salima Naji hat sehr viel Erfahrung, ist Architektin und Anthropologin und hat sehr viel Erfahrung im Bereich der Restaurierung von alten Gebäuden in Marokko, wie zum Beispiel diesem Xar in der ländlichen Gegend. Ja, diese Gebäude stehen einfach so rum in Marokko. Man sieht im Hintergrund das Atlasgebirge, man sieht das Material erodiert durch Regen und durch menschliche Hand und Arbeitskraft wird dieses Material eins zu eins genommen und zur Architektur geformt und eines Tages darf es ohne irgendwelche negativen Einwirkungen auf die Umwelt wieder in den Grund zurückgehen. Und das war für uns eine wirklich große Inspirationsquelle für das Projekt. Man sieht es hier leider sehr schlecht, aber selbst in den entlegensten Gebieten sieht man jetzt, dass wirklich Baumaterialien hintransportiert werden, sehr mühsam. Und es ist schade, dass der Lehm eigentlich nur noch zum Mauerwerk verkommt und nicht mehr als eigentliches Baumaterial wahrgenommen wird. Unser Projekt ist in einer Satellitenstadt in der Nähe von Marrakesch in Schwitter. Und das ist ja oft das Problem, ja, diese Satellitenstädte, die an eigentlich sehr markanten, wunderschönen Städte angegliedert sind. Wie kriegt man Identität in diese Städte? Und wie kriegt man, also wenn alles so schnell aus der Höhe wächst, wie schafft man das, dass man da irgendwo Authentizität hineinbringt und ein Gefühl der Verortung? Und genau dasselbe ist eigentlich in Schwitter auch und man versucht die Identität mit Farbe reinzubringen. Also es gibt dieses Gesetz in Marrakesch, dass alle Häuser in Art Lehmfarben angemalt werden. Aber man sieht es natürlich an der Architektur, dass es von der Konstruktion her einfach nicht übereinstimmend oder harmonisch und stimmig ist. Und natürlich klimatisch sieht man solche Kuriositäten, die irgendwie auch global überall zu finden sind. Ja, unser Projekt hat diese Idee aufgenommen, das Atlasgebirge, das erodiert durch Wasser und Regen und Wind. Und aus diesem Material wollen wir unsere Architektur zu einer quasi architektonischen Landschaft formen, die dann irgendwann einmal wieder zurückgehen darf, sanft in den Baugrund, ohne negative Nebenwirkungen. Wir haben unser Projekt wirklich aus demselben Material entworfen, herausgeformt, als Ton. Das Arbeitsmodell steht da in der Ausstellung, das Originalarbeitsmodell. Und das war ein spannender Prozess, auch weil es absolut nicht zwischen uns irgendwie ein Wettbewerb war, sondern weil jeder gemeinsam an diesem Projekt irgendwie geformt hat und man dann nicht mehr nachvollziehen konnte, welcher Strich oder so irgendwas von wem stand, sondern es war ein Zusammenfließen aller kreativen Köpfe. Ja, dieses Modell steht in der Ausstellung. Wir haben uns angehalten eigentlich an der traditionellen islamischen Architektur, die von außen her eigentlich sehr, sehr hermetisch ist und sie dann auch innen hin immer mehr verfeinert. Und wir haben sehr genau studiert die Proportionen der Innenhöfe in Marrakesch und die Nischen, alles haben wir Innenhöfe. Und man tritt also diesen ersten Hof und der wird dann wirklich bepflanzt, dicht bepflanzt, üppig bepflanzt und der wird dann auch wirklich ein öffentlicher Raum sein für diese Satellitenstadt, dass man reinkommt und auch das Gefühl hat, das Schöne am Leben ist, man weiß nie, wie lange das Gebäude schon steht. Es kann ganz neu sein und es sieht trotzdem aus, als wäre es ein archaisches Bauwerk, das dort schon sehr lange steht. Und dieses Gefühl des Beheimatetseins, glaube ich, hat man dann in diesem ersten Raum sehr gut. Und dann kommt man immer weiter rein und dann wird es immer verfeinerter. Wir haben dann einen weißen Tadelakt-Kubus, der wirklich dann in dieser rauen Stampflehmmasse drinnen steckt, umgeben von Wasserbecken, die auch das Kleinklima begünstigen dort. Und entlang dieser Wasserbecken haben wir dann einfach viele Nischen. Das ganze Gebäude ist ein Schulbetrieb, also Ausbildungsstätte für nachhaltiges Bauen. Und ja, genau, diese ganzen Klassenräume befinden sich um diesen Innenhof rum und das Auditorium steckt dann quasi als weiße Juwel da innen drinnen. Wir haben ganz bewusst das lokale Baumaterial Lehm verwendet. In Marrakesch ist es erstens sehr gut und wir können wirklich das Aushubsmaterial verwenden von der Baustelle, das haben wir getestet. Und zum einen ist es uns auch wichtig, dass wir viele Arbeitsmöglichkeiten dort schaffen. Marrakesch hat wie viele Entwicklungsländer natürlich eine große Anzahl arbeitsloser Jugendlicher
Und Lehmbau braucht sehr viel Arbeitskraft oder kann sehr viele Arbeitskräfte einbinden. Und ich denke, das ist ein wichtiges Element, denn die Massenarbeitsproduktion sozusagen, die geht verloren, weil selbst die billigste Arbeitskraft ist nie billiger als die neuesten Technologien. Und es kann nicht jeder Spezialist in der Nanotechnologie werden. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man Möglichkeiten schafft, wie wirklich, also die Normalbevölkerung wirklich gute Arbeit und nicht nur irgendwelche seltsamen Jobs hat, sondern wirklich gute Arbeitsmöglichkeiten. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst für dieses Material entschlossen, neben der ganzen ökologischen Aspekte. Ja, das ist die Fassade, also wirklich sehr hermetisch nach außen, aber mit einer Leichtigkeit der Fenster, die dieser Massivität des Materials entgegensteht. Und der Grundriss sieht man da nochmal, also diese ganzen Innenhöfe, die wirklich dieses Kleinklima dort schaffen. Und damit, Martin, übergebe ich an dich. Ja, ich darf jetzt anschließen zum Konzept des Heizens und des Kühlens. In Marrakesch gibt es eine Durchschnittstemperatur von 13 Grad. Also es ist doch so, dass man eigentlich, dass es im Winter auch sehr kalt sein kann, aber im Sommer sehr heiß ist, aber sehr trockene Hitze. Und wir haben in unserem Konzept, also dass das Hauptkühlsystem über diese Windcatcher passiert. Also das gibt es, sind praktisch Windcatcher, das sind solche Türme, die aus Lehm und mit Öffnungen, wo innen praktisch die Luft nach unten gesaugt wird und dann praktisch in die Klassenräume gekühlt einfließen kann. Und es passiert durch die Verdunstungsenergie. Es sind praktisch in diesen Türmen sind Matten, die mit Wasser bespült werden und dadurch wird es gekühlt. Und die kühle Luft wird praktisch in den Fundamenten, das sind dann hohle Fundamente, wird das zu den Räumen geführt und praktisch mit Ventilatoren durch die Lehmwände, die hohle Körper haben, wird das praktisch in die Klassenräume temperiert und nur in wenigen Spitzentagen, wo es über 28 Grad Temperatur gibt, wird noch eine zusätzliche Wärmepumpe installiert, die dann aber nur aus der Solarenergie, Photovoltaik, die Produktionsgebäude positioniert sein soll, gespeist. Also das ganze Gebäude ist eigentlich autark. Es wird praktisch nur produziert eigentlich mehr Energie, als sie für Kühlen und Heizen und für Licht und für die ganze Benutzung braucht. Man sieht dort die hohlen Wände, also das sind eigentlich aus dort, wo es eher um technische Umsetzung geht, wird das in vorgefertigten Lehmelementen produziert, das wir schon öfters in anderen Projekten verwendet haben. Und die anderen Körper sind also eine Kombination aus Beton und Lehm, also bei den Decken zum Beispiel. Dort muss man natürlich im statischen Bereich muss man auch mit Beton arbeiten. Das sind so jetzt Beispiele, wo wir verwendet sind zum Beispiel so Klimaelemente, das sind also so vorgefertigte Lehmelemente mit Hohlräumen, die vorproduziert werden und übereinander gestellt werden. Die Fugenarmierungen, also die Fugen werden einfach mit Lehm sozusagen abgedichtet und durch diese Hohlräume wird dann die Luft durchtransportiert. Und zum Beispiel, das ist eine Druckerei, was in Österreich entstanden ist, da wird praktisch die ganze Belüftung und Entlüftung über die Räume, also durch diese Lehmelemente geformt. Hier ist der Lehm als nicht tragendes Element noch ausgestellt, also es ist die Holzkonstruktion ist das tragende Element, aber der Lehm könnte genauso als tragendes Element eingesetzt werden. Also wie auch zum Beispiel an diesem Projekt, das sind eben diese Elemente, so vorgefertigte Blöcke. So wäre es eigentlich gedacht in der Schule dort, also praktisch, dass die in der Produktionshalle von den Schülern selbst, also als Ausbildungskonzept sogar, also hergestellt werden, so modular, dann mit einem Kran versetzt werden und nur mit Lehm verfugt. Und
Also die Elemente können ganz speziell ausgeführt werden. Das ist zum Beispiel für Öfen oder für Nischen. Also es gibt, also man kann mit Lehm auch sehr sensibel und sehr dünnwandig umgehen. Also da ist noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Da ist zum Beispiel ein Kachelofen mit einem tragenden Kamin, der da übereinander gesetzt wird. Das ist ein Projekt in der Schweiz. Das ist eine Kombination zwischen Lehm und Holzbau. Das ist so ähnlich wie bei Ihnen. Also das ist, also hier ist nicht der Leichtbeton, sondern es sind die Lehmelemente, die tragend eingesetzt werden. Also alle Innenwände von diesem Gebäude sind mit Lehm, also als Elemente gesetzt. Dann Holzbalkendecke in einer Ebene, dann wieder Lehm, wieder Holzbalkendecke, wieder Lehm. Also dreigeschossig, tragend belastet. Die Lehmelemente sind stabil genug, obwohl sie eigentlich wasserlöslich sind, aber genau diese Wasserlöslichkeit ist eigentlich der größte Vorteil vom Lehm, weil dadurch kann man die Fugen einfach nur nass machen, mit demselben Material hineinklopfen und man sieht die Fugen nicht. Man kann also alle Fugen praktisch eliminieren, dass sie also nicht augenscheinlich sind. Das Material Lehm ist eigentlich nichts anderes als ein zertrümmertes, erodiertes Gestein. Also wenn Erde und wenn das Gestein erodiert, letztendlich das feine Material ist in Lehm. Und wenn man das, und der Lehm ist eigentlich nur der Kitt, so wie beim Beton, der Zement wird praktisch, kittet der Lehm die Steine des Konglomerats zusammen und je nach Zusammensetzung hat das ganz spezifische Eigenschaften. Wie zum Beispiel bei meinem Haus, da ist also praktisch das Aushubmaterial einfach genommen, ausgesiebt und eins zu eins praktisch in die Schalung gefüllt und wieder verdichtet und das kann praktisch wieder zurück zur Erde. Also man kann eigentlich von jedem Aushubmaterial mindestens 50-100% des Rohmaterials verwenden. Hier hatte ich das Glück, dass ich praktisch 100% verwendbar war. Das ist so die Fassade und das ist jetzt für mich ein wichtiges Element und das ist auch für Marokko ein zentrales Thema, also die Sprache des Materials sichtbar zu lassen. Also nicht hinter Fassaden zu verstecken, sondern also, und da muss man eigentlich mit der kalkulierten Erosion arbeiten. Das heißt, kalkulierte Erosion heißt Erosion zulassen, also Veränderung zulassen. Und wie das ausschaut, ist das 2008, wo ich da eingezogen bin. Man sieht, also die Fassade ist noch, Entschuldigung, ich muss ein bisschen schnell reden. Also die Fassade ist also sehr noch ruhig, ist noch also unausgewaschen und zwei Jahre später sieht man, dass also die Steine freigewaschen sind, also der Kitt sozusagen ist freigewaschen, also ist erodiert, aber und die Steinleisten sind praktisch wie eine Wildbachverbauung an der Wand, damit also das nicht tiefe Gräben auswäscht. Also wenn wir da in Marokko und überall in der Landschaft sehen, da sehen wir oft diese Gebäude, die 100, 200 Jahre alt sind, die zwar sehr stark erodiert sind, aber genug dauerhaft sind und funktioniert. Und das ist eigentlich das Konzept, was wir auch für dieses Marokko-Projekt gedacht haben. Eben diese kalkulierte Erosion ganz bewusst einzusetzen und mit feinen Materialien zu verbinden. Und das ist eines Mal zum Beispiel, wie Anna das in Bangladesch verwendet hat, mit diesen Bambus, also als praktisch als Vordach, also als Erosionsbremse und gleichzeitig auch als Schattenwirkung. Und wir haben zum Beispiel in Marokko das Thema der Überhitzung der Wand. Also das ist das Problem. Also wenn man hier 50 cm dicke Lehmwände hat, dass sich die Sonne die Wände zu stark aufheizt. Das heißt, man muss die Wand beschatten und das passiert zum Beispiel, wollen wir hier mit so Keramikziegeln machen, mit perforierten Keramikziegeln, die praktisch in der Lehmwand, so wie vorher die Steinleisten, so 10, 20 cm vorstehen und praktisch so eine Schattenwirkung gibt und so, dass der Lehm sich nicht so stark aufheizt und gleichzeitig aber auch eine sehr schöne Oberflächenstruktur gibt. Jetzt gebe ich mir noch Anna nochmal, um den weiteren Fortgang zu erzählen, wie es weitergeht. Ja, wir haben das Projekt dann nochmal überarbeitet, weil sich das Nutzungskonzept geändert hat. Also die Bauherren wollten es etwas kleiner haben und auch die Nutzung ist nicht mehr Trainingszentrum für Nachhaltigkeit oder nachhaltige Baumethoden, sondern eine Platte, eher
Ja, Pôle Développement Durable heißt also eher eine Plattform, wo NGOs, Organisationen, wo Vereine, wo Schulen hinkommen, ist ein Museum dabei, sind Ateliers dabei, Arbeitsräume. Wir haben das Ganze nochmal überarbeitet. Im Wesentlichen haben wir diesen Kubus in die Erde versenkt, weil es eben kleiner worden ist und dadurch haben wir auch nochmal, also die thermische Performance ist nochmal besser geworden. Sonst ähnlich in der Formensprache, nur noch einen riesen Windchimney haben wir noch als Markenzeichen noch hineingegeben. Grundriss, ja, insgesamt etwas kompakter. Und zum Abschluss eigentlich nochmal ein kleines Video aus Bangladesch, das eigentlich sehr genau veranschaulicht, warum wir auf das Rohmaterial, warum wir so viel Wert darauf legen, wirklich das Rohmaterial zu verwenden, weil es einfach unheimlich schade ist, in dieses fantastische Material so viel Energie reinzupumpen und so viel Schadstoffe zu produzieren, wenn man eigentlich wunderschöne Architektur mit nichts anderem als der menschlichen Arbeitskraft machen kann und einer guten Architektursprache. Und das ist eigentlich unser Ziel mit diesem Projekt, dass wir wieder Mut geben und Inspiration sind, dass man wirklich Vertrauen hat auf dieses Material und es weiterentwickelt. Damit sind wir am Ende. Herzlichen Dank.